So, hallo und willkommen zurück zu meinem persönlichen Vorspiel von Metal Blob Solid. Wir haben ja letztes Mal die Höhlen gespielt. Das Innerhöhlennetzwerk. Und da wir von den Höhlen nicht genug haben, spielen wir heute den Teil 2. Ich bin ja in den letzten Höhlen, das letzte Mal habe ich ganze 2 Continues gebraucht. Das ist natürlich ziemlich viel, das ist ganz schön ätzend. Wir spielen jetzt einfach trotzdem weiter. Einfach, wenn wir natürlich hier ein bisschen im Spielgeschehen vorankommen. Vielleicht muss ich irgendwann neu anfangen, komplett neu anfangen. Dann lasse ich euch da natürlich dran teilhaben. Bis dahin schauen wir uns doch erstmal an, was jetzt hier unsere Aufgabe ist. Informationen zu den inneren Höhlen. Zum inneren Höhlennetz, Teil 2. So. Dies ist die obere Ebene des Höhlennetzes. Von hier ist es möglich, Zugang zu den Graslandschaften dahinter zu erhalten. Der Ausgang wurde jedoch versiegelt. Wurde jedoch von den Feinden versiegelt. Und so musst du leider, das leider habe ich ergänzt, ne? Musst du leider hier eine blaue Schlüsselkarte dir besorgen und einen. Ja, gut. Besorgen ist gelogen, du musst die blaue Schlüsselkarte finden und den Sicherheitsschalter, um eben diesen Ausgang zu öffnen. You may encounter, also du kannst, einigen neuen Gegnern und einigen neuen Gefahren in diesen Höhlen begegnen. Also sei auf der Acht. Gib Acht. Pass auf. Pass auf dich auf. Sei wachsam. Und so weiter und so fort. Wir diskutieren da jetzt lange, nicht mehr lange drüber und fangen einfach an zu zocken. Legen wir los. So, unser Auftrag hier ist heute 5 Mias. 1, 2, 3, 4, 5. Die Karte sieht schon sehr vielversprechend aus. Es gibt auf jeden Fall Lava. Prädestiniert für mich zum Reinhüpfen. Ja, werden wir mal sehen, ob ich das gut hinkriege. Also hier schon gleich Schlüssel, den ich nicht habe. Das können wir knicken. Der Maschinengewehr klingt immer gut. Cherry, das ist auch. Was liegt denn da? Und stirb. Cherry klingt auch gut. Das sind Pistolen, die will ich alle nicht. Cherries klingen gut. Pistole klingt nicht gut. Pistole klingt sehr gut. So, die schießen auf einmal zurück, die Wasserschwimmer. Warum auch immer. Ja, wahrscheinlich, weil sie sich verteidigen wollen. Wollen halt nicht mehr nur Opfer sein, wie bisher. Ist ja auch ein guter Plan eigentlich. Opfer sein macht nicht so viel Freude, üblicherweise. So, da gehe ich jetzt aber erstmal noch nicht hin, sondern na so. Und die Waffen will ich auch alle gerade nicht. Ich bleibe momentan mit der Pistole. Von hinten, hinterrücks erschossen. So, rescued Gandalf. Perfekt. Kann er die Mittelerde retten. Das wäre jetzt suboptimal. Auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen, auf Wiedersehen. Maschinengewehr. Kirsche. So. So leichtsinnig wie ich bin, will ich da schon wieder runterhüpfen. Auf der anderen Seite. Ich habe da nicht so wirklich viele gute Erfahrungen mitgemacht. Einfach
wild irgendwo runterzuhüpfen. Das wäre jetzt auch suboptimal. Na gut, was soll's. Cherries! Naja. Spread Weapon, Spread Gun, da bin ich ja jetzt nicht so begeistert von. Sieht mir nach Maschinen. Ach, Vollpfosten. Gut, da brauche ich ein paar Schlüssel und noch mehr. Dann... Ja... Granaten habe ich gerade. Das war die Ecke. Da habe ich momentan nicht so sonderlich viel Lust drauf. Vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen besser im Spiel drin bin. Was soll's. Wir wollen euch ja was zum Lachen geben. Gut, ich habe die blaue Karte. Die wollte ich. Und das war jetzt optimal. Ach, wie immer. Kennen wir ja von mir. Ach, Jackpot. Okay. Ich hüpfe da momentan noch rein, während ich blinke. Und deswegen kostet es mich keine Gesundheit. Aber jetzt habe ich natürlich nicht mehr geblinkt. Jetzt ist es natürlich fatal. So, fahr da runter. Zack, zack. War doch gar nicht so schlimm gerade. Nun gut, dann hüpfen wir da weiter. Ich habe jetzt die blaue Schlüsselkarte. Ich weiß noch nicht so ganz, was ich damit anfange. Granaten habe ich jetzt momentan leider auch keine. Ein Geschenk hätte ich nämlich gerne. Aber da muss ich wohl noch ein Weilchen darauf warten. Granaten! Wunderbar! Dann gehen wir doch mal gucken, was das für Geschenke wären. So. Das ist schon mal gut. Ich gesagt zwei. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Nein, offensichtlich nicht. Okay. Offensichtlich habe ich schon zweimal drauf geworfen. Sei es drum. Wir spielen jetzt ganz normal weiter. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir diesen Gegner hier erwerben und mal gucken, ob wir eine Lasergun mitnehmen können. Nun gut. Bam. Feuerwerk. Kirschen. Wunderbar. Nehmen sie auch mit. Gar nicht geguckt, was da für Waffen sind. So, habe ich einen goldenen Schlüssel? Nein, habe ich nicht. Das heißt, es lohnt sich auch nicht für mich, da hoch zu hüpfen. Granaten will ich gerade nicht. Ein Maschinengewehr. Sehr schön. So. Knackt sich doch hier den noch aus.
Uiuiui. Ich versuche mich gerade an irgendetwas zu erinnern. Ach, das ist alles lange her. Nun gut. Kirschen, Kirschen, Kirschen. Ah, dann müsste hier Door closed sein. Ah, wird nicht angezeigt. Aber okay. Door opened. Wir haben hier also quasi einen Zaubermechanismus. Perfekt. Es ist bloß die Frage, wo die Tür ist. Hier unten gibt es übrigens irgendwas Magisches. Geh einfach mal hin. Perfekt. Uah. Kommt schon. Hey, kannst mich doch nicht einfach abknallen, was stellt ihr ein? So. Jerry, Jerry, Jerry. Gut. Schlüssel habe ich keine. Das will ich jetzt auch erstmal nicht gucken, was da geht. Jerry ist kein Blut. Da liegt irgendetwas rum. Ich habe Crystal Shards aufgenommen. Immer. So, dann hüpfen wir doch hier hoch. Das sieht fast gut aus, das ist eine Pistole. Ausgezeichnet. You need to kill the... Das war jetzt natürlich ungeschickt. So. Haben wir doch die Geschichte. Ich habe jetzt 3 von 5 Mias. Gucken wir mal, wo der Radar ist. Der Radar sagt mir gerade nichts. Gut, dann gehen wir nochmal hinter das Wasser und schmeißen uns da irgendwo runter. Weil wir einfach gerne leichtsinnig irgendwo... Wieso habe ich mal mit... Ah, wieso habe ich jetzt einen Laser schon wieder? Das ist unglaublich. Nun gut. Ja. So, todesmutig werfe ich mich darunter. Wollte ich da reinfallen? Ach, falsche Taste. Also eigentlich brauche ich noch einen Mia. Das heißt, einer ist noch weiter da hoch und der andere ist darüber. Dann gehe ich doch mal darüber. In der Hoffnung, dass ich da auch hinkomme. Ich habe jetzt einen Schlüssel. Welchen Schlüssel habe ich denn jetzt? Ich habe jetzt einen goldenen. Das ist genau den, den ich brauche. Ach stimmt, ich habe jetzt einen Laser. Och man, hätte kein neues Item droppen können.
Lava, mein Freund und Helfer. Also, wie ihr seht, mir ist scheinbar immer kalt, deswegen suche ich die Nähe zu Lava. Hier jetzt schon fast wieder. Damit mir einfach wärmer wird. So, und damit haben wir unsere Missionsziele erfüllt. Hoffe ich doch. Und ich kann jetzt endlich abhauen. Okay. Ich habe meine Missionsziele nicht erfüllt. 4 von 5. Wo sind die nächsten? Also, für die, die sich wundern, wo ich sehe, wo die nächsten sind, diese goldenen Pfeile sagen mir, in diese Richtung sind Mias. Diese blauen Pfeile sagen, in diese Richtung sind Gegenstände. Und diese roten Dinger sagen mir einfach, das sind Gegner, die direkt auf meiner Karte sind gerade. So, deswegen laufe ich natürlich weiterhin brav in diese Richtung. Es sagt mir natürlich nicht, ob es in diese Richtung oben oder in diese Richtung unten ist. Komm, komm, komm. Yo, Maschinengewehr. So. Aber es gibt einem natürlich einen groben Anhalt. Das ist natürlich witzfrei. Das war jetzt vermutlich auch übertrieben. Da wollte ich vermutlich gar nicht hin. So, das ist mir jetzt egal. Ah, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. So, wir haben den Ausgang geöffnet. Das ist schon mal gut. Warum auch immer. Komm hier runter. Miststück. Will ich vom Himmel holen. Sehr schön. Ich habe hier Cherries, das ist auch gut. Perfekt. Dann gucken wir mal, wo es da weitergeht. Da sieht es alles ziemlich leer aus. Ich glaube, da war ich nämlich dann schon. So, jetzt ist vielleicht auch wieder der Lift wieder unten. Na, vermutlich nicht. So, weil eigentlich will ich da wieder. In der Hoffnung, dass ich da diesen Mia finde. Und zwar müsste der ja hier irgendwo. Och nö. Ach komm. Ach, ihr wollt mich doch verändern. Was habe ich für Schlüssel? Ich habe nur noch einen goldenen. Zack. Gerade ist wieder. Ne? Ja. Da war ich schon. Will ich eigentlich nicht, denn ich will hier von unten reinkommen. Weil ich quasi den da oben retten möchte. Da ist jetzt natürlich die Frage, wie komme ich da hin? So, wir schwimmen hier einfach mal eine Runde. So weit wollte ich nicht schwimmen. Dafür brauche ich ein Scuba Gear, garantiert. Und hier ist Sackgasse. So, wie viele Minuten haben wir jetzt eigentlich schon aufgenommen? Das ist die magische Frage. Ich habe jetzt natürlich hier meine Zellanzeige nicht da. Das ist ganz perfekt. Ich würde sagen, bevor ich euch jetzt hier mit meiner Suche zu Tode langweile. Also ich meine, ich werde euch hier natürlich in der nächsten Folge weiter zu Tode langweilen. Aber wir haben hier gerade einen Punkt erreicht. Wo actionseitig gerade nicht viel passiert. Wieso mache ich den nicht, ne? Weil da hinten ganz viele Türen sind. Und ich nur einen goldenen Schlüssel habe und deswegen ist es ziemlich witzlos. Gut. Ich bedanke mich soweit erstmal fürs Zuschauen.
und sag euch allen ein ganz herzliches Dankeschön. Vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Es würde mich freuen. Und ich wünsche euch allen einen schönen Tag.